Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog bzw. einer neuen Room Transformation. Diesen Raum haben wir ja schon transformiert und ich zeige euch jetzt mal, worum es geht. Wir sind bei Mutter und es geht um das Bad. Und ich zeige euch jetzt erstmal ein Vorher. Wir wollen hier neue Farbe machen, neue Lampe. Wir haben noch gar, doch eine Lampe haben wir schon gekauft. Die Möbel kommen neu. Neuer Toilettensitz, dann kommt hier noch ein Rollo ran und wir fangen heute an mit dem Streichen. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass hier ein weißer Streifen hinkommt und die Farbe seht ihr dann. Und genau, damit fangen wir jetzt an mit dem Streichen und ein bisschen Möbel schon aufbauen, beziehungsweise Mutti kann das schon mal hier so ein bisschen rausräumen. Ja. So, kleiner Zwischenstand. Ich habe hier das Regal aufgebaut. Robert macht jetzt noch die letzten Schrauben. Ich hoffe, es ist alles okay. Weil ich meine, ich habe alles richtig gemacht. Und wir machen dann heute nichts mehr, ne? Das reicht. Ja. Wir machen dann morgen weiter. Also ich kann euch jetzt noch mal kurz zeigen, was Robert gestrichen hat. Und ja, wie gesagt, das ist so ein, wie nennt man das? Wäschekorb-Regal, genau. Und zwar hat Robert hier eben den Rand so weiß gemacht. Mit Deckweiß. Sieht jetzt noch ein bisschen dunkler aus, aber das, wenn das trocknet, wird das wieder heller. Und ja, morgen machen wir das grün und bauen dann die anderen Möbel auf. Und die kann morgen schon mal Sachen mehr rausräumen. Ja, das war's für heute. Ich überlasse jetzt Robert die Ehre, mein Werk zu vollenden. Die Abstandshalter. So, was ich meinte, nur dass das nicht ganz rausfällt. Ja, ja. Nicht ganz rausklappt. Nussbarfolie. Tata! Fertig! Schick! Schön! Ja, sieht gut aus. Guck dir deinen Schrank an. Da drin hast du ja schon geguckt, oder? Weil einfach nur da oben weiß. Mann, dein Schrank ist hier drin! Mein Schrank ist hier drin! Bist du verpeilt oder wie? Da ist dein Schrank. Sieht doch gut aus so. Ja, der ist doch stabil jetzt. Jetzt ist er stabil, ja. Ja, das ist die. Du musst ja auch das Ding mitgreifen. Ach so. Ich muss das mitgreifen. Gut, dann geht das. Ja, sieht gut aus. Fällt super. Dir? Ja, der gefällt mir. Sehr gut. Oh, ich mit meiner Knopf. Was machst du? Hallo, ich klebe ab. Damit oben ein weißer Streifen bleibt. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, dass das nicht ganz so dick wird. Und ich habe gerade gemerkt, dass die Kante ein bisschen unsauber wird, aber Robert wird schon aufpassen in den Kanten. Genau, und Robert macht, glaube ich, die Fliesen gerade. So, das ist die Farbe. Und das ist immer noch Sarah. Wir sind sehr begeistert von den Farben. Die Runde rum ist. Wir wünschen uns, dass wir davon gesponsert werden. Nee, aber die Farben sind toll. Die gibt es auch bei Otto. Weil wir hatten da das Problem, wir haben ja die Farbe nicht gefunden im Obi oder so. Also falls ihr so eine Farbe wollt, dann könnt ihr auch mal bei Otto gucken. Ja, genau. Ich schwitze. Was machst du? Streichen die Ecken ein bisschen. Sieht gut aus. Aber das Grün, Leute, das ist doch echt nicht so schön. Ich werde dir jetzt helfen. Wir hätten ein Stativ mitnehmen müssen, hätten wir uns filmen können. Wollen wir Fenster anfangen? Oh, eine neue Wandfarbe. Ja. Wir haben es geschafft, zusammen mit vereinten Kräften. Und wir sind sehr zufrieden mit der Farbe. Hoffentlich ist es Mutti auch. Aber ich gehe davon aus. Guck mal, Schatz, das ist fast, als würde ich bei dir im Wohnzimmer stehen. Ach so, ja. Ja, Schlafzimmer. Aber sieht schön aus, wa? Ja. Ich mag das richtig gern. Die muss ich mir im Bad aufschreiben. Bisschen heller wird es ja noch. Ja. Und die Lampe kommt weg. Also keine Angst, das Grün bleibt weg. Leider dazugehört. Ja, schön, dass ich das mal sauber mache. Ja, das ist gut. Ich habe schon gesehen, die Fliese war total dreckig. Ich wollte eigentlich meinen Abzieher mitnehmen. Dann muss man die Rollen das nächste Mal wieder nehmen können. Dann muss man die natürlich auswaschen. Ja. Und am besten hat man für dunkle Farben Rollen und für Weiß, ausschließlich für Weiß auch noch eine Rolle.
ist das zum Anhängen? Ja. Vielleicht kriegen wir es so gleich. Das ist die Lampe. Die habe ich von Amazon gekauft. Und ja. Jetzt wieder mal ein paar. Ein paar. Ein paar. Kaserprüfer an die Kisten packen. Schon fertig? Ja. Ja, bringt wieder ein schönes Licht, Schatz. Hast du nochmal aus? Sind zurück. Ja. Und wir haben schon fleißig was aufgebaut. Ein Spiegel. Ja. Nur wenn wir schauen, dass wir das weiter hinkriegen. Damit ihr mal meine administrativen Tätigkeiten seht. Also Robert ist hier der Handwerker und schraubt. Und du bist der Denker. Ich bin der Denker. Aber die Zeichnung hier hatte mich jetzt auch verwirrt. Wir mussten nur beide nochmal gucken. Wir bauen jetzt den Bad-Unterschrank auf. Genau. Und ich bin der Anleitungsleser. Robert führt sozusagen meine Anweisungen aus. Ein Winkel? Ich komm. Der Winkel kommt. Ein Update. Sieht man mir an, dass ich noch richtig Lust habe? Ja, also wir bauen gerade den kleinen Schrank auf. Und jetzt fehlen nur noch zwei Schränke, oder? Zwei Schränke. Ja, also nochmal ungefähr so eine Größe ist ein Hängeschrank. Den wollen wir aber nicht anhängen. Weil das wird nicht wirklich funktionieren. Und dann halt noch so ein großer, langer Schrank da. Und dann haben wir es geschafft. Ja, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Guckt mal, Leute, ich bin hier gerade bei der Beschreibung. Und guckt euch einfach mal diesen krassen Typ an, der so einen großen Einkaufswagen mitnimmt, damit er Dübel und Schrauben kaufen kann. So einen großen Einkaufswagen. Und der trägt keine Maske. Das ist gar nicht Corona-konform. Nee, konform. Also diese Beschreibung hier. Ja, also das ist der Hängeschrank, der wahrscheinlich ein... Ja, wird schon vielleicht ein Hängeschrank werden, wir gucken mal. Wahrscheinlich ein Hängeschrank wird. Genau. Und er ist fertig und jetzt brauchen wir dann nur noch den großen. Und ich weiß nicht, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch aufgefallen ist, dass die Uhrzeit da nie vergeht. So fühlt es sich an. Nein, wir sind schon sehr weit voran. Und wisst ihr, was das Lustige ist? Wir fahren morgen in Urlaub und Robert hat gerade gesagt, wir kommen im Urlaub an und schlafen die 4 Tage Urlaub durch. Und dann wachen wir auf und dann müssen wir schon wieder nach Hause. Hm. Ich hoffe, das passiert nicht. Aber das werdet ihr auch sehen. Dass du jetzt keine Panzer bekommst, sondern ein Bartmobil. Ja, so ein bisschen versetzt. Ja, dass das mit der Fliese da oben abschließt ungefähr, mit dieser Kante da. Wir gucken mal, wir stellen erstmal alles hier rein. Ja, stell rein. Vielleicht kommt doch der lange hier hoch. Ja. Wir stellen erstmal rein. Den kriegen wir wieder definitiv hier nicht. Ach so, ja. Das ist, steht fest. Ja, aber ich meine, dann kommt der lange hier hin und der kleine daneben. Ja. Ich weiß, das ist eine Steinwand, also ist schon wichtig. Wir bauen weiter auf. Oh, hallo. Oh, man sieht dich gar nicht. Der Schrank ist ja größer als wir. Ja, das ist der Schrank. Also wenn wirklich jemand bis zu diesem Video geguckt hat. Wenn wirklich jemand bis zu dieser Stelle geguckt hat, wollte ich sagen, nicht bis zu diesem Video. Wow. Ich weiß gar nicht, ob das so interessant war, weil ich habe hier meine Updates, die sind immer so, ich bin müde, ich werde müder, ich werde noch müder. Und die Uhrzeit hat sich noch nicht verändert. Aber es ist tatsächlich, jetzt sind mittlerweile
3,5 Stunden vergangen, oder? Seitdem wir aufbauen. Ja, und wir haben keinen Bock mehr. Und wir müssen noch mal was streichen. Ein bisschen. Und Robert will noch einen Toilettensitz austauschen, wa? Ja. Also wollen. Vor dem Raucher-Update. Haben wir mal nachgebessert. Die Ecken, Kanten hast du fein gemacht. Also das Rollo kommt raus, Leute. Das Rollo bleibt nicht. Es kommt ein Beiges rein. Ja. Aber das Endergebnis seht ihr wahrscheinlich in einem anderen Video erst, war, weil ja. Ich will das bestimmt schon eher online stellen. Also das sind die Möbel. Wir haben uns jetzt dafür entschieden. Wir wussten erst nicht so wie. Und ich zeige euch nachher noch den, wie heißt das? Hängeschrank? Nee, dieses. Wäscheschrank? Ja, den hier, wenn der nochmal drin steht im Bad. Ja. Abschlusswort. Fertig. Was hast du noch gemacht? Schrank angebaut. Hängeschrank. Zumindest habe ich es versucht. Und erstmal hängt er. Also der Schrank macht das, was er macht. Ein hängender Schrank, ein Hängeschrank. Typisch Hängeschrank.